Vielleicht hat ein Partner den Vogel gefunden, als Jungvogel, wird dann als vierter Vogel wieder frei machen. Dann suchen wir genau den Vogel aus. Heißt halt auch, dass wir vielleicht irgendwie mit zwei Mäuse aus einfangen, bis wir den richtig haben. Aber da dürfen wir auch garantieren, dass wir nicht immer einen übersehen und dass der über Monate oder noch länger sich versteckt von uns und nicht rausgeht. Das heisst, wir haben immer nur die neuesten, die lernen. Und die ältesten, die drin sind, immer frei machen. Das ist so schön. Jedes Mal nachher ist es schlimm. Ja. Eben, wir zeigen es den Leuten, auch Jungvögel, dass sie auch Angst bekommen vor den Menschen. Weil das ist wichtig. Weil so bleibt es auf Distanz und es passiert ihnen eigentlich weniger. Und ab und zu nehmen wir mal etwas raus, um ein bisschen zeigen. Genau, das sind erfiedert. Genau. Das ist so schön. Das ist jetzt wir haben schon einige freigeladen, aber wir haben noch nicht gewusst, wo sie alle sind. Ja. Das ist halt schon interessant. Ja. Weil es hat extrem wenig von ihnen. Es hat jetzt noch etwa, je nachdem, nach welcher Abgabe, etwa 120 und 200 so in dem Bereich. Uhus. In der Schweiz? Ein paar. Uhus. Also ein paar. Uhufahrer, ja. In der ganzen Schweiz? Ja. Und 120 so zwischen 120 und 200, je nachdem, welche Zahl was man hat. Und das ist halt extrem wenig. Und deswegen sind wir gespannt, wo sie angehen. So. Und die gehen immer Berli-Weiss. Ja, also man zählt die Berli-Weiss, weil die Jungvögel machen grosse Reisen. Ja. Eben auch über die interessierten Landgruppen, Landesgrenzen nicht. Ja. Und zum Beispiel Bargeier, die fliegen den ganzen Alpenkamm hin und her. Das heisst, wenn man sie nur als Paar zählen kann, dann gilt das, dass sie fest sind, sesshaft. So ein bisschen im Sinne davon, das sind Einwohner, wenn man es Berliwis zählt, und die Nöfenbaden, das sind Touristen, die hin und her gehen. Okay. Genau. Vielleicht kann ich noch das Ohr zeigen. Das ist so schön. Sie haben bitte schon gehört, dass die Ohrmuschel über den Gesichtsschleier ist. Mhm. Also wenn sie noch will, aber nicht will, also noch mitmacht halbwegs, so schlimmer sind sie noch nicht wieder zurück. Mhm.